das ist mein Golf 2. Der hat mein Sohnemann mir besorgt. Aber wir haben schon mal einen anderen Auspuffanlage montiert als Edelstahlauspuffer. Er wird in jedem Fall, da freue ich mich schon drauf, also eine PS-Steigerung vorgenommen werden. Mit Vergaser oder irgendetwas, das wissen wir noch nicht genau. Mein Name ist Marco Müller. Ich komme aus Lindlar. Das ist im schönen Bergischen Land in der Nähe von Köln. Bin 42 Jahre alt, vom Beruf Kfz-Meister. Momentan baue ich gerade einen Golf 1 auf, der zum 40-jährigen Jubiläum auch wieder die komplette originale GTI-Optik bekommen soll. Mein Name ist Jörg Leitner, bin 42 Jahre alt, komme aus dem Kölner Raum, fahre einen von momentan 5 oder 6 Straßen zugelassenen Golf 1 Breitbauten und befasse mich mit dem Thema Volkswagen GTI seit über 20 Jahren. Ich sag Marco, das wäre das Auto, das richtige Auto noch für mich, weil der hat schon Dampf unter der Haube. Der hat dann vielleicht 180 PS, der blaue. Und meine hat nur 90 oder 95 PS, sowas ähnlich. Und der geht richtig schnell ab. Ich bin mit Volkswagen groß geworden, aber ja, nichts fasziniert so viel wie der Golf 1. War natürlich damals zu dem Zeitpunkt das Nonplusultra. Man tritt von jung oder alt, egal, Männlein, Weiblein, alle machen Daumen hoch, weil das Auto der Masse ist. Das Auto der Masse, das aber nicht mehr so viel auf den Straßen unterwegs ist. Und die Leute sind immer fasziniert, egal wo man damit auftaucht. Auch von der Polizei angefangen, über andere Behörden, sage ich mal, oder Uniformierte, die zeigen ihren Daumen hoch. Und dann denkt man sich schon, man fährt ja nur einen alten Golf. Man fährt ja nur ein Auto der Arbeiterklasse. Ja, ich bin durch meinen Vater erstmal an die Schrauberei gekommen. Er unterstützt mich. Ich baue mit ihm für ihn um und er hat immer noch, trotz seiner 70 Jahren, mächtig viel Spaß dabei. Ein bisschen Platz. Ups. Noch ein bisschen. Komm, drück. Weiter. Da sind wir. Also wir bauen dieses Jahr wieder voll auf Sauger um, wie die letzten Jahre auch schon, dieses Jahr mit Einspritzanlage, um dem Togo-Boom ein bisschen entgegenzuwirken und die alte Zeit wieder aufleben zu lassen. Und wer sowas mal gehört hat, der will kein Turbo mehr fahren. Also wenn ihr mal Bock habt, einen vernünftigen Sauger im Golf 1 zu hören, dies hier am Wörthersee, da sind wir am Start. Das Treffen am See ist eigentlich ein Stück Geschichte. Und von dem ganzen Drumherum, was Volkswagen all die Jahre da unten aufgebaut hat, mit dieser ganzen topografischen Geschichte, Wörthersee, Reifnitz, generell das Ganze drumherum. Die ganze Location ist einfach einzigartig. Ja, es ist gesehen und gesehen werden. Man will zeigen, was man gebaut hat oder erschaffen hat über den Winter und ja, den Leuten seine Faszination nahebringen. Und wenn man da unten hinkommt, man wird wirklich so herzlich begrüßt und es ist natürlich eine größere Ehre gibt es nicht, wenn, sage ich mal, ein Weltkonzern auf einen zukommt, denke ich mir, perfekt. Und liebend gerne. Also es gibt für mich für dieses Jahr generell Wörthersee-Treffen oder Reifnitz für Volkswagen ist für mich das, was on top steht. Und ich denke mal, da wird auch dieses Jahr nichts anderes zu toppen sein. Weil in den Medien wird das immer so als absolut Ballermann-Partys dargestellt. Aber ich fahre seit 15 Jahren hin und ich fahre jedes Jahr wieder gerne hin. Und ja, ich denke, die meisten von meinen Leuten und die meisten, die da hinfahren, die machen das aus Leidenschaft. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. Liebe Frau Müller, rauskommen. Komm. Nein, ja, komm doch mal raus. Und ich habe ihr gesagt, wir sind ja 47 Jahre verheiratet und mit Höhen und Tiefen. Ja, wer hat das nicht? Ja, das meine ich aber auch. Aber im Großen und Ganzen sind wir noch
Ja, sehr zufrieden und glücklich. Ja, würde ich sagen. Nur meine zwei Männer haben natürlich diesen Knall mit den Autos, ne?